Irgendwie öde, dieser Kasten hier. Meint ihr nicht auch? Genau, in diesem Video zeige ich eine Idee für ein simples Starterhaus. Nachdem ich euch letztes Mal einen Trick gezeigt habe, wie ihr schnell an gute Ausrüstung rankommt, wünsche ich euch heute willkommen zu einem kleinen Baututorial, wo ich euch einmal erkläre, wie ihr hier nicht so einen hässlichen provisorischen Kasten habt als Unterschlupf, sondern tatsächlich ein richtiges Starterhaus. Kleiner Szenenwechsel in eine andere Welt. Ich habe hier eine super Flachwelt erstellt. Hier vorne seht ihr bereits das Starterhaus, so wie ich es mir überlegt habe. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Ideen für ein Gebäude in Minecraft habt, vor allem wenn ihr noch Anfänger seid und gerade noch Ideen sammelt und euch ausprobieren wollt. Erstellt so eine Experimentierwelt und baut einfach mal oder versucht zumindest so ein Haus zu bauen oder was anderes oder sowas ähnliches. Das habe ich jetzt hier in dem Falle auch gemacht. Meine Wunschvorstellung habe ich jetzt hier einmal kreativ versucht darzustellen. Und wie wir schon sehen, es nennt sich ja Starterhaus und deshalb habe ich hier auch darauf geachtet, dass es kein super detailliertes Haus wird und super seltene Materialien beinhaltet, sondern mit wenigen minimalen Baustoffen erstellt wurde, sodass man am Anfang aus wenig Material Großes trotzdem herstellen kann. Ich kann noch mal ganz kurz rumfliegen. Hier habe ich jetzt auch zusätzlich noch mal so ein kleines Gehege dort neben gebaut. Und das soll in diesem Video einmal errichtet werden. Ich habe bereits mir eine Fläche ausgesucht und ich habe tatsächlich auch im Inventar schon erste Vorbereitungen getroffen, damit wir schon mal mit einem kleinen Grundriss starten können. Zunächst einmal möchte ich hier mit Holzstämmen arbeiten und auch damit anfangen und die ersten Grundpfeiler dieses Hauses setzen und fange jetzt einfach mal an, 1, 2, 3, 4, 5 Holzstämme hinzusetzen. Wir lassen jetzt einfach mal hier 5 Blöcke frei, 1, 2, 3, 4, 5 und setzen dann hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke wieder in die Höhe. Danach gehen wir einmal hier auf die Seite, lassen hier 1, 2, 3 Blöcke frei. Dann kommt hier einmal wieder ein Stamm hin, lassen hier dann nochmal 1, 2, 3 Blöcke frei und hier kommt dann nochmal ein Stamm hin. Hier lassen wir dann wieder hinten 5 Blöcke frei und hier ergänzen wir noch den Stamm zwischen den anderen beiden und haben schon mal grob einen kleinen Grundriss des Hauses gelegt. Als nächstes brauchen wir hier ein bisschen Andesit. Andesit findet man unter anderem auch in Höhlen, auch schon relativ weit oben. Also Andesit bekommt man relativ schnell und habe ich mir gedacht, dass ich das hier unten als Grundgemäuere hinbauen könnte. Das bauen wir dann einmal hier so hin. Eins tiefer, als hier die Stämme sind, so dass sich hier ein innerer Ring ergibt. So muss das Ganze dann aussehen. Als nächstes können wir uns um den Fußboden dieses Hauses kümmern. Dafür nutze ich jetzt zwei Holzbretterarten, und zwar einmal Oak Planks und Spruce Planks, die ich dann einfach random verteile, sodass sich dann hier so ein kleines Muster bildet. Dann sieht das so aus. Und wir bauen dieses Andesit hier nochmal ab und setzen hier auch nochmal einen Holzplanken rein. Denn hier soll nämlich der Ein- und Ausgang entstehen. Als nächstes crafte ich mir hier Türen. Dann bekomme ich hier drei Spruce Doors raus und kann dann hier eine Tür hinsetzen. Die ist jetzt falsch herum. Ich möchte den Knauf gerne in diese Richtung zeigen haben. Aber das könnt ihr natürlich auch in die andere Richtung machen, so wie es auch bei mir schon am Anfang war. Als nächstes können wir dann den Vorderpodest bauen zum Eingang. Dazu setze ich dann hier auch nochmal ein paar Holzbretter hin, wieder in den random Holztypen. Und dann benötigen wir einmal Treppen. Und Treppen können wir auch aus Holz craften, und zwar indem wir das so anlegen. Egal welche Holzart. Dann bekommen wir hier 4 Stairs raus und dann kann ich hier einmal so eine bunte Mischung verteilen. Gut, hier sieht das jetzt noch ein bisschen akkurat aus. Das können wir hier auch noch mal ein bisschen ändern. Und schon haben wir das Vorderpodest auch schon fertig. Es muss jetzt nicht 1:1 genau gleich aussehen. Dann können wir jetzt schon mal anfangen, hier ein wenig Cobblestone hochzuziehen. Können wir mal auf der ersten Ebene machen. Hier an der Stelle soll dann ein 2×1 großes Fenster rein. Hier können wir überall zubauen. Hier kommt dann auch wieder ein Fenster rein. Lasse ich auch wieder 2×1 frei. Genauso auch wie hier. Hier soll auch ein Fenster rein. Hier auch und hier. Und dann steht der Grundriss des Hauses. Im nächsten Schritt sorgen wir dann dafür, dass das Haus ein bisschen mehr nach Fachwerk aussieht, indem wir einfach hier am vorletzten Block des Holzstammes jeweils in alle Richtungen einmal einen Holzstamm hinzeigen lassen. Hier sollen jetzt so welche Falltüren hin. Die Falltüren craften wir dann so, indem wir einfach Holz unserer Wahl in diesem Format anlegen. Dann bekommen wir je Crafting-Durchgang 2 Falltüren raus und können die dann hier so ransetzen an diesen beiden Blöcken. Dann sind sie so offen und klappen sie einfach mit einem Rechtsklick zu jeweils, sodass das Ganze dann so aussieht. Das soll dann eben so Fensterklappen darstellen.
Und dann benötigen wir natürlich auch noch Glas für die Fenster. Dafür schmelzen wir einfach Sand durch in einem ganz normalen Ofen und wir bekommen den ersten Glasblock raus. Sand erhalten wir unter anderem hier an so welchen Gewässern, auch in den Gewässern oder auch in Ozeanen. In der Zwischenzeit kann ich mich einmal schon mal um Leitern kümmern. Diese werden so hergestellt, indem man einfach Stöcke in so einer H-Formation anlegt. Dann bekommen wir jeweils 3 Leitern pro Crafting-Durchgang raus und platzieren sie hier einmal so an die Wand, denn dieses Haus bekommt ja auch noch einen Dachboden. Oben angelangt im zukünftigen Dachboden können wir dann auch schon mal den Etagenboden einziehen, ungefähr genauso wie unten, und schon ist das Ganze fertig. Als nächstes crafte ich mir nochmal eine Falltür. Diesmal ist die Falltür auch für seinen eigentlichen Nutzen bestimmt, nämlich um den Dachboden vom Erdgeschoss mit einer Tür zu trennen, und dann können wir hier durch und es auch jederzeit verschließen. Bei mir ist jetzt fast der komplette Sand einmal zu Glas durchgeschmolzen und lege es einmal hier in dem Crafting Table in so einem 2x3 Format an und erhalte 16 Glasscheiben. Und der Unterschied dazu ist, dass die Glasscheiben ein wenig dünner sind als diese Glasblöcke. Die Glasscheiben setze ich dann hier in diese offenen Lücken ein und das Haus hat fertige Fenster. Durch die Glasscheiben erhält das Haus dann nochmal eine gewisse Tiefe. Als nächstes benötige ich nochmal etwas Cleanstone. Mit dem Stone möchte ich nämlich einmal Buttons herstellen, also so Knöpfe, und die dann hier einmal an diese fachwerklichen Träger ranplatzieren, sodass auch hier nochmal ein wenig die Tiefe gestützt wird. Wenn dann alle Knöpfe angebracht sind, benötigen wir als nächstes Treppen. Und zwar benötigen wir einmal Treppen aus Cobblestone und wir benötigen auch Treppen aus Holz. Denn aus diesem Material wollen wir jetzt einmal das Dach bauen. Dabei fangen wir hier vorne an und ich setze zu Beginn einmal auf diesen Block und dann auf diesen Block einmal eine Treppenstufe. Dann benötigen wir einen provisorischen Block hier und setzen dann vor diesem Block einmal eine Cobblestone-Treppe. Übrigens, damit die hier nicht runterfällt, drücke ich gerade Links-Shift. Ich schleiche, ich kann das mal im F5-Modus zeigen. Hier, ich schleiche, ich bin in der Hocke, damit ich hier nicht runterfall. Denn wenn ihr nämlich schleicht, könnt ihr hier ganz unbedroht hier auch langlaufen. Lasst ihr Shift los. Dann fallt ihr gegebenenfalls runter. Jetzt wieder zurück zum Dach. Wir bauen diesen provisorischen Block einmal ab, setzen hier umgekehrt eine Treppe dran, sodass das Ganze dann von unten einmal so aussieht. Das heißt, einmal hier eine Treppe, die richtig herumsteht und eine Treppe, die auf Kopf steht. Setzen darauf wieder eine Treppe, eine umgedrehte Treppe, dann ein ganzer Block. Dann kommt wieder eine Treppe, wieder eine umgedrehte Treppe, wieder ein Block, wieder eine Treppe, eine umgedrehte Treppe, Block, Block, Treppe. Und dann hier oben nochmal eine Treppe, die jetzt diesmal auch auf dem Kopf steht, nur in eine andere Richtung gedreht. Das kann ich auch nochmal gleich von unten zeigen, wie das dann aussehen soll. Und dann kommt hier oben drauf nochmal ein Block und normalerweise noch eine Slab, aber die habe ich leider gerade nicht dabei. Und das Ganze wiederholen wir jetzt genauso auch nochmal von der anderen Seite. So müsste das Ganze jetzt von vorne einmal aussehen. Ansonsten einmal ganz kurz das Video pausieren und einmal so nachbauen. Und dann geht es hier auch bereits weiter mit den Holztreppen. Hier hatten wir ja bereits 2 Treppen so hingesetzt, auch auf der anderen Seite. Dann fahren wir hier direkt fort. Eine umgekehrte Treppe. Dann brauchen wir diesmal ganze Holzblöcke. Einen draufsetzen, Treppe, umgekehrte Treppe, 2 Holzblöcke, Treppe, wieder eine umgekehrte Treppe, nur wieder gedreht. Und nochmal einen Block und hier eine Treppe, die richtig herum ist, aber so platziert. Das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Und somit ist die erste Dacheinheit auch schon fertig. So müsste das jetzt insgesamt einmal von vorne betrachtet aussehen, von der Seite. Und in diesem Schema fahren wir das jetzt die ganze Zeit bei dem Dach fort. Das heißt, hier kommt auch wieder, genauso wie eben, eine Holzeinheit hin. Danach, wenn ihr mit dieser Holzeinheit auf beiden Seiten fertig seid, setzt ihr hier wieder einen temporären Block hin. Hier folgt dann wieder eine Cobblestone-Einheit, genauso wie das dort gebaut wurde. Dann folgen hier 3 Holzeinheiten, auch wie das da vorne gebaut wurde. Wieder einen temporären Block. Dann folgt hier wieder eine Cobblestone-Einheit. Und hier zuletzt nochmal eine Holzeinheit. Sowie auch abschließend hier außen nochmal eine Cobblestone-Einheit. Genauso führt ihr das jetzt einmal fort, wie ich das da vorne schon bereits begonnen habe. Das Dach ist jetzt einmal fertiggestellt. Einmal auf diesen Einheiten mit Cobblestone habe ich hier oben noch die Slab ergänzt, diese Halbstufen. Und ich habe hier oben einmal in der Mitte, wo sich auf beiden Seiten hier oben einmal diese Holzeinheiten im Dach treffen, jeweils 2 Treppen, die zueinander zeigen, hingebaut. Hier genauso, nur dass hier zwischen noch eine Slab ist. Das bringt alles auch nochmal ein wenig Form und Tiefe in das Haus. Nun können wir noch ein
ein paar Ergänzungen vornehmen. Unter anderem, indem wir hier einfach mal auf das Dachboden gehen. Und dann erkennen wir hier zum Beispiel noch Lücken, die wir dann einfach hier in einer weiteren Treppe auffüllen können. Im nächsten Schritt können wir dann hier einmal die Treppen wieder entfernen. Und zwar dort, wo dieser Cobblestone-Rahmen ist. Das gilt natürlich hier auch für die andere Seite. Denn hier wollen wir jetzt natürlich zumauern. Dabei achten wir mal, wo das Fenster hier drunter ist. Denn eins versetzt, müssten wir dann hier einmal das Fenster reinbauen. So, hier kommen dann einmal die Fenster rein. Genauso auch wie auf der anderen Seite. Und somit wäre es dann hier im Dachboden auch alles geschlossen. So sollte es dann von vorne aussehen. Dann crafte ich mir nochmal hier weitere Spruce Trapdoors, um sie hier auch nochmal neben das Fenster anzubauen. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Im nächsten Schritt habe ich mir nochmal eine Vielzahl von Trapdoors gecraftet, denn die setzen wir jetzt nochmal hier an das Dach vorne so dran. So sollte das dann einmal aussehen. Wir setzen das auch einmal hier drunter, am oberen Teil dieses Blockes hier. Auf der anderen Seite dann das gleiche. Als nächstes benötige ich dann ein paar Cobblestone Walls und die setzen wir dann einmal hier. Hier zwischen einmal drei Abstand, hier nochmal drei Abstand, hier drei Abstand, hier drei Abstand. Einmal so herum. Und wir benötigen als nächstes noch Zauntore. Die setzen wir dann hier einmal dazwischen. Und wir haben ein kleines Gehege dann für das Haus auch noch parat mit hingebaut, damit wir dann hier ein paar Tiere hüten können, die uns noch im Survival-Spiel von Nutzen sein können. Als nächstes craften wir uns einen Komposter. Den setze ich zur Dekoration jetzt einfach mal hier an diesen ersten Stamm ran. Dort könnte ich jetzt zum Beispiel sowas wie die Ofenkartoffeln reinlagern oder auch Karotten, Weizen, Weizensamen und so weiter. Als nächstes crafte ich noch ein paar Fässer. Die setze ich dann hier einfach auch so ein bisschen verteilt irgendwie hin. Auch ein wenig als Dekoration. Als weiteres Deko-Element für unser Haus können wir uns einmal so eine Schere schnappen. Die ist nicht nur dafür da, um Schafe zu scheren und um Wolle zu erhalten, sondern auch um zum Beispiel bei den Bäumen das Laub einmal schnell abzubauen, sodass wir das Laub an sich erhalten. Die Eichenblätter setze ich dann hier einmal auf dieser Ebene hin, wo das Andesit sich befindet. Hier setze ich das Laub zwei Blöcke hoch hin, damit, falls ich hier Tiere hüten sollte, sie natürlich hier nicht fliehen können. Das letzte, was von außen natürlich jetzt noch fehlt, sind Laternen, die dann das ganze Haus auch nochmal von außen beleuchten. Zur Halterung nutze ich dann solche Zäune. Dann können wir uns hier einfach hochbauen und setzen jetzt zum Beispiel hier einmal einen Zaun hin und hier und hier und können da jeweils eine Laterne drunter hängen, die dann einmal das Haus leuchten sollen. Da könnte dann auch nochmal eine Laterne hin. Hier genauso. Dann hier einmal auf die Mauer, sodass hier auch keine Monster spawnen. Und schon ist das Haus komplett rundum einmal beleuchtet. Für einen weiteren Dekorationsaspekt benötige ich einmal Holzstämme und Schienen. Dann können wir hier in diesem Seitenformat Baumstämme hinlegen, sodass sie natürlich hier liegend sind. Und die Schienen jeweils einmal hier, hier und hier, sowie hier, hier und hier hin platzieren. Genauso auch nochmal nach da unten ziehen, sodass das dann hier nach einem kleinen Holzlager aussieht. Als nächstes schlage ich vor, hole ich mit frisch geerntetem Weizen einmal Kühe. Ihr braucht das Weizen einfach nur in eurer Hand zu halten und in Nähe von Kühen zu gehen. Aber aufpassen, nicht zu weit wegrennen, denn die Kühe sollen euch ja natürlich dem Weizen nachlaufen. Und damit könnt ihr dann in diesem Beispiel Kühe zu euch nach Hause locken. Und dann sind die Kühe schon daheim. Ich mache die Tür zu und mit einem Rechtsklick auf beide Kühen kann ich sie dann paaren. Und wir bekommen ein neues Advancement, The Parrots and the Bats. Und somit haben wir die erste Tierart zur Hütung mit nach Hause gebracht und auch gepaart. Und diese Tiere werden uns auch noch von Nutzen sein. Als nächstes crafte ich mir zwei Vasen. Dann baue ich mich hier vorne einmal hoch und kann hier vor diesem Fenster auf diese Trapdoor mit Shift gedrückt halten, damit ihr die Trapdoor natürlich nicht einfahrt, sondern die Trapdoor schön so bleibt, wie sie ist. Also Shift drücken und dann Rechtsklick gleichzeitig, sodass ihr die Vase hier einmal hin platziert. Dann habe ich jetzt hier zwei Blumen, einmal eine Oxeye Daisy und eine Cornflower. In dem Falle setze ich jetzt hier einfach die Cornflower mit einem Rechtsklick in die Vase hinein. So sieht das dann von vorne aus. Hinten mache ich dann dasselbe und so sieht das Ganze von hinten aus. Nun kommen wir zur Inneneinrichtung. Dafür baue ich hier einmal diesen Block ab und setze hier in den Boden ein Crafting Table rein. Den können wir immer noch benutzen. Nur das spart dann einmal Platz, wenn wir den direkt einfach in den Boden rein platzieren, da das Haus jetzt auch nicht so groß ist. Dann setzen wir hier einmal einen Ofen rein, craften uns nochmal ein paar Truhen und können diese dann hier hin platzieren. Und damit haben wir für den Anfang genügend Lagerraum. Natürlich sollten wir hier
unten auch nochmal mit Laternen ausleuchten. So einmal zwei Laternen rangesetzt, das reicht vollkommen. Und hier oben auf dem Dachboden können wir dann hier einmal ein Bett hin platzieren. Hier dann auch nochmal ein paar Fässer zur Lagerung. Dann platziere ich einmal hier noch einen Zaun und dort nochmal einen Zaun. Und dann können wir dort auch nochmal eine Laterne ranhängen, die dann auch hier den Dachboden beleuchten soll. Und auch hier oben können wir nochmal ein Crafting Table hin platzieren. Nun, soweit wie das Haus jetzt schon fertig ist, können wir jetzt nochmal kleinere Details vornehmen. Und jetzt hier außen zum Beispiel noch Wegblöcke hin platzieren. Das können wir mit einer Schaufel machen, indem wir auf so einen ganz normalen Grasblock einfach mit der Schaufel rechts klicken. Dann entsteht hier einfach so ein Wegblock und platziere das hier einfach so ein bisschen random, als wären wir hier schon lang gelaufen. Zum Beispiel zum Feld oder auch hier zum Holz oder auch so in die Richtung, ein wenig in die Richtung, Richtung der Tiere, sodass das Ganze hier auch nochmal ein wenig bewohnter aussieht. Und somit wären wir mit dem Haus fast fertig. Eine Sache fehlt hier noch, die hier noch hinplatziert werden kann. Dazu benötigen wir einmal ein Lagerfeuer, dann benötigen wir einen Heuballen und wir benötigen Ziegel, um Ziegelsteine herzustellen. Um diese Ziegel, woraus ich vorhin auch die Vasen hergestellt habe, herzustellen, benötigt man diese Claybälle und diese wirft man dann in den Ofen zusammen mit Kohle oder eben Holz oder Holzkohle und so entsteht ein Brick. Und mit 4 Bricks können wir dann diese ganzen Brick-Steine craften. Lehm erhält man unter anderem auch in solch welchen Gewässern hin und wieder mal, wie zum Beispiel hier vorne. Dann bauen wir uns zum Abschluss nochmal ganz kurz hier hoch, nochmal um aufs Dach zu kommen und bauen hier ein paar Blöcke ab und können dann hier so Ziegelsteine einfach so hin platzieren. In so einem Format am besten. Setzen hier einen Heuballen rein, dort rein noch ein Lagerfeuer und wir haben einen Schornstein gebaut. Damit sieht das Ganze nochmal ein wenig realistischer aus und so könnte dann ein fertiges Starterhaus in Minecraft aussehen. Es beinhaltet jetzt noch nicht so viel und hat jetzt auch noch nicht extrem großen Platz, aber ich denke mal, für den Anfang ist das auch noch nicht so wichtig, wenn man nur ein paar wenige Items besitzt, die man bisher lagern kann und sich auch nur vor den Monstern, die dann nachts spawnen können, schützen möchte und schlafen möchte. Dieses Haus sieht jetzt auf jeden Fall viel, viel cooler aus als diese lahme Kiste hier vorne und ich hoffe, euch gefällt diese Idee eines Starterhauses und ich konnte dir damit helfen. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und Marcy out.